Was haltet ihr generell von so Frozen-Lacken? Was ihr auch gut findet, der öffnet sich auch automatisch. Seht ihr es hier, wenn du dich mit dem Schlüssel näherst. Es gibt kein Wahlhebel mehr. Ich glaube, mit ganz, ganz sparsamem Fuß, was ich jetzt nicht so ganz gut fand. Mal ein bisschen Gas geben hier. Das sind ja alle Einschlafer draußen. 22. Ja, hi Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal MV Live. Wie ihr sehen könnt, heute gibt es wieder was. Diesel bei uns auf dem Kanal. M340D. 340 PS, der ist Baujahr 2023, also ein ganz, ganz nagelneues Modell. Ja, und da fahren wir heute mal eine Runde. 100 bis 200 würde mich mal interessieren, Verbrauch würde mich interessieren und wer sich so auf der Landstraße fährt. Weil ich hatte damals ja sehr, sehr viele Videos mit meinem 5er gemacht, 535D, war aber noch die F-Reihe mit 299 PS, einer der ersten. Und ja, hatte ich ja den Motorschaden gehabt, das verlinke ich hier oben nochmal, könnt ihr gerne mal anschauen. Ja, und die G-Reihe, das ist natürlich was ganz, ganz anderes. Und ich will mal gucken, so, das wäre eigentlich so ein guter Kompromiss zwischen Sport und Komfort. Und ja, ich bin mal gespannt, wie er sich schlägt. Frozen Tanzanit Blue und wir schauen uns den jetzt mal an. Viel Spaß mit dem Video. Ja, ihr könnt es nochmal sehen. Frozen Tanzanit Blue. So sieht er aus. Und das Logo, BMW-Logo, kennt ihr vom letzten Jahr. 50 Jahre BMW M GmbH. Ja, das ist jetzt dabei. Und ihr könnt auch mal sagen, die ist jetzt leider nicht gewaschen, weil das Wetter war echt Katastrophe die letzten Tage. Und liebe Grüße auch nochmal an Basti vom Proke aus Hagen. Der hat mir den zur Verfügung gestellt. Und leider war die Waschstraße nebenan geschlossen, sonst hätte er mir den nochmal gegeben, also gewaschen. Aber ich finde, der sieht sehr, sehr schön aus, oder? Was haltet ihr von dem Wagen? Was haltet ihr generell von so Frozen-Lacken? Normalerweise sind die doch nicht so empfindlich, wie ich mal gedacht habe. So sieht er von hinten aus. Ja, ich bin mal gespannt, 100 bis 200, wie er sich schlägt. Gewicht habe ich jetzt mal geguckt, fast 1900 Kilogramm. Ist natürlich schon eine Ansage für einen Dreier, aber so ist das immer. Was ich auch gut finde, der öffnet sich auch automatisch, seht ihr es hier, wenn du dich mit dem Schlüssel näherst. So kenne ich das ja auch von anderen Autos. So, innen drin. Ja, kennt ihr ja bestimmt alles, nur noch Curved Displays mit den ganzen neuen Modellen. Aber sehr, sehr schön gemacht, seht ihr das hier auch mit der Animation, BMW M. Jetzt geht dann die Musik sofort los, ich muss mal leiser machen hier. Und so sieht der Innenraum aus. Und wie gesagt, oben seht ihr das auch nochmal. Schiebedach, hier die Sitze sind auch sehr, sehr schön. Guten Seitenhalt hast du da. Da gibt es nichts zu meckern. Und was ihr hier auch noch in der Mittelkonsole seht, es gibt kein Wahlhebel mehr. Ihr habt nur noch diesen Kippschalter. Und was mir aufgefallen ist, du hast gar keine Taste mehr zum Start-Stopp ausschalten. Das kannte ich so von den damaligen Autos, aber da hat man es dann bei den neueren wohl rauskodiert. Und ja, hier kennt ihr es auch nochmal. Ganze Seiten hier, Hammer, Kardon. Ja, setzen wir uns nochmal hinten rein, wie viel Platz wir hinten haben. Ja, hinten ist jetzt nicht so viel Platz. Ich bin jetzt 1,83 groß. Seht ihr es hier auch nochmal? So, wenn ich mich jetzt hier reinsetze, ist natürlich mit den Beinen. Könnt ihr das sehen? Also vom Kopffreiheit geht das. Da habe ich quasi noch so eine Faust Platz. Da kannst du dich locker hinten anlehnen. Und Beinfreiheit könnt ihr hier auch nochmal sehen. Das ist jetzt so gerade an der Kante. Also vorne 1,80, hinten 1,80. Das geht so noch. Ja, aber fühlt sich sehr gut an. Und hier könnt ihr es auch nochmal sehen. Unten habt ihr noch hier die Einstellmöglichkeiten. Zweimal USB-C-Anschlüsse, Klima. Und so sieht es von hinten aus. Ja, mit dem Schiebedach. Aber sehr, sehr schön. Und man kennt das ja von den neuen BMW-Modellen, auch mit den Interieurleisten, ein bisschen Carbon. Und dann würde ich sagen, fahren wir jetzt mal eine Runde. Wollen wir nochmal loslegen hier. Ich bin mal gespannt. Also ihr könnt auch sehen, Surround View und so ist auch alles am Start. Rückfahrkamera. Aber hier der Wahlhebelschalter ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, würde ich jetzt mal sagen. Was auch ein bisschen komisch ist, wie gesagt, Start-Stopp-Automatik drückst ja auf jeden Knopf sofort drauf, dass es ausgeht. Aber hier finde ich es nicht mehr. Ich glaube, mein alter 5er BMW mit 299 PS damals, davor war es irgendwie, ich glaube, um die 17 oder so. Ich schreibe das aber nochmal rein. So, dann machen wir natürlich alles auf Sport. Sport individuell kannst du auch einstellen, alles. Dämpfer, merkst du sofort, wie er hält, Lenkung und Getriebe und so, das kannst du alles einstellen. Ich zeige dir das gleich nochmal, dann seht ihr das hier auch. So, und drücken wir nochmal runter. Jetzt haben wir S-Modus drin. So vom ersten Fahreindruck fährt sich sehr gut. Ist jetzt, wir fahren jetzt 110 km/h. Ist auch mal witzig, wenn ich jetzt 100 fahre. Und ihr wisst ja genau, jetzt fahre ich zum Beispiel 110 und hier steht 104 auf GPS gemessen. Also ist immer so ein bisschen Unterschied. Gewicht, 1875 Kilo oder so.
Und ja, dann kommt noch die Ausstattung mit Schiebedach und so. Wisst ihr genau, das zieht auch ganz schön am Gewicht. Und ich bin mal gespannt. Der wiegt bestimmt 1.900 noch was. Für einen Dreier. Ist schon krass. Preislich bin ich da jetzt bei 81.490 Euro. Ich blende das Inserat auch nochmal ein. Wenn ihr Bock auf den Wagen habt, dann schreibt den Sebastian einfach mal an über Poker. Dann ist das kein Thema. Das war 160. 180. 190. 200. Aber 200 kriegt er irgendwie nochmal einen Schub. Merkst du schon irgendwie. Ja, wenn du Geräusche hörst, natürlich ab 200. Was gut ist, die Bremse lässt sich sehr gut dosieren. Das ist schon mal ganz gut. Lenkung ist auch in Ordnung. Es kommt darauf an, welchen Sportmodus du bist. Ist natürlich dann nicht mal so leichtgängig, aber ein bisschen mehr synthetisch. Also wie früher oder so, dieses Feedback in der Lenkung so. Ich finde, das hast du bei den neueren Autos eher weniger. Aber Fahrwerk ist mega. Fahrwerk ist super gut. Ein bisschen straff natürlich, vor allen Dingen auf Sport Plus. Ist dann noch straffer, wenn du es eingestellt hast. Kein Vergleich zu meinem 5er damals. Lenkradheizung auch alles drin. Standheizung hat er sogar auch. Mit sehr viel Schlupf. Also ich habe jetzt 15,93 gebraucht. Ging ein bisschen hoch, also 15,5 vielleicht. Schon nicht schlecht für einen Diesel. Aber ich hätte am Anfang Schlupf. Schade. Aber ist einfach zu kalt nochmal. Nee, sehr, sehr cool. Dann haben wir es jetzt auch geschafft. Was auch sehr schön ist, ihr seht hier zum Beispiel mitten im Mittelteil vom Display seht ihr auch das Navi. Und ich blende mal so ein Foto ein. Da seht ihr es auch sofort. Rasthof in 900 Meter, obwohl ich es ja gar nicht eingegeben habe. Aber ist schon ganz cool. So Kleinigkeiten eben halt. So, dann wollen wir jetzt mal schauen, wie der Verbrauch ist. Also angegeben ist der Verbrauch mit 5,9 Litern WLTP. Und als ich hier eingestiegen bin, zeige ich euch auch nochmal, lag das so um die 8 Liter, 8,5. Ich schaue jetzt nochmal nach hier. Werte ab Fahrbeginn sind 7,7 ungefähr. Und Werte ab Tanken 8 Liter. Und Wert ab Werk 8,5 Liter im Durchschnitt. Ja. Also, wie gesagt, 6 Liter, da ist es 5,9. Das ist immer sehr theoretisch. Es geht auch schon Tankanzeige ein. 90 Kilometer kann ich noch fahren. Aber ich schätze mal schon, ich bin, wenn ich so über Landstraße gefahren bin, ging der Verbrauch richtig weit runter. Also ich hatte dann anstatt, es war da bei fast 8, dann ging er runter auf, ich glaube, 6,7 oder so, 6,8. Wenn ich noch mehr über Landstraße gefahren wäre, hätte er sich weiter so eingependelt. Also ich glaube, mit ganz, ganz sparsamem Fuß kommst du auf deine 6 Liter eben halt. Ja. Aber ich blende hier unten auch nochmal ein, so wie die Leute da draußen ihre Verbräuche angegeben haben. Und für 340 PS, wenn du 6 Liter fahren kannst, ist das echt schon Hammer. Für das Gewicht dann auch noch. Wenn ich überlege, mein 5er damals, da lag ich immer bei 9 Liter. Ich bin jetzt auch nicht sparsam gefahren, aber ich bin ja auch mehr so Landstraße gefahren, wenig Autobahn, Stadtmeer. Ja, und da hatte ich immer so fast 9 Liter. Und das war okay für damals, für Diesel. Wenn du dann den M3 gefahren bist, war der Diesel immer halb so sparsam und der M3 doppelt so viel Sprit gebraucht. Irgendwie gefühlsmäßig. Das war schon sehr cool. Aber das ist nun mal der Stand der Technik. Und mein BMW 5er war von 2011. Und der ist hier 2021, 10 Jahre danach. Hat sich schon einiges getan. Ich mache jetzt mal den Bordcomputer auf 0. Und jetzt fahren wir quasi 33 Kilometer mehr Autobahn, ganz entspannt. Und dann gucken wir mal, wo wir gleich rauskommen mit dem Verbrauch. Aber was ich sagen muss, draußen ist es ein bisschen windig. Wir fahren jetzt 130. Dann merkst du natürlich schon, dass der Dreier und 5er vom Komfort her natürlich nochmal eine Klasse drüber ist. Ist jetzt nicht laut hier, aber man hört sie ein bisschen Windgeräusche schon. Das hätte ich so im 5er nicht. Aber was ich gut finde, du hast ja den Abstandstempomat eben halt auch und den Spurhalteassistent. Und per Knopfdruck Set siehst du genau, dass er dann immer die erlaubte Höchstgeschwindigkeit übernimmt und so. Das finde ich sehr praktisch. Jetzt fahren wir so 120. Verbrauch liegt jetzt bei 6,5 Liter. Also 5,9 ist gar nicht so weit weg. Also obwohl ich immer noch im S-Modus bin, habe ich ganz vergessen, habe ich jetzt 6 Liter im Durchschnitt. Ich bin im S-Modus gefahren die ganze Zeit. Jetzt habe ich den Assistant Driving Mode drin und das kannst du mit Set die erlaubte Höchstgeschwindigkeit übernehmen. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob er hier dann auch
selber lenkt, Abstand hält. Und jetzt sagt er wieder Lenkrad, Hände ans Lenkrad. Abstandstempomat hat man dann auch. Das Gute ist, du musst das Lenkrad nur berühren, du musst es nicht bewegen. Ja, jetzt merkt er darum. Ja, er lenkt auch. Okay, ihr seht das auch so. Was auch immer gut ist, du siehst im Display auch sofort, in so und so vielen Metern wird von 120 auf 100 km/h die Geschwindigkeit begrenzt wieder. Aber das kennt ihr auch. Was natürlich ein bisschen ungewohnt ist, im Gegensatz zu den älteren Modellen, du musst immer ins Menü hier reingehen. Da hast du das Klimamenü, da hast du die Sitzheizung drin und so. Ja, ist jetzt immer einen Schritt mehr. Das finde ich ein bisschen schade. Ist natürlich ein bisschen aufgeräumter. Aber hier so ein paar Knöpfe dran lassen. Sind ja dann auch welche. Hätte man auch nochmal für die Klima das noch machen können. Und was mir aufgefallen ist zum Beispiel, was ich jetzt nicht so ganz gut fand, wenn du die Tür zumachst. Das ist so, ja, das fühlt sich jetzt nicht sehr kraftvoll an. So ein bisschen, ja, blechern, leicht, so nicht Premium eben halt. Das ist mir gerade aufgefallen. Vielleicht kennt ihr das, was ich meine. Und natürlich gerade hier, was ich noch ausprobiert habe, die Anlage Harman-Kardon ist auch sehr, sehr gut. Gerade über Spotify war es abgespielt, super Bass, super Höhen. Das kennt ihr auch. Das, was mir aufgefallen ist, Android Auto, kannst du hier auch mal einstellen, aber da hatte sich mein Handy, mein Google 7 Pixel Pro, sich nicht verbunden. Also normal habe ich es verbunden, so ganz normal mit Telefon, Bluetooth und Musik abspielen. Aber Android Auto wollte er nicht. Irgendwie immer wiederholen. Das ist mir noch aufgefallen. Vielleicht hätte ich mein Handy nochmal neu starten müssen oder so. Es wird gleich wieder frei. Dann können wir Sport individual einstellen. Seht ihr das auch nochmal? Und hier seht ihr es auch nochmal individual konfigurieren. Und hier seht ihr das. Dämpfung, Lenkung, Antrieb, Getriebe. Die Sachen könnt ihr einstellen. Jetzt ist offen. Jetzt wollen wir mal ein bisschen Gas geben hier. Das sind alle Einschlafer draußen. Aber wir fahren jetzt 180 und der legt echt sehr, sehr gut auf der Straße. Also da brauchst du keine Angst haben oder so. Jetzt haben wir freie Bahn, 200, 210, 220. Alles gut. Also hier seht ihr das auch nochmal, das Cockpit. So habe ich das auch nochmal alles an. Da unten seht ihr Restreichweite links. Dann habt ihr hier, wie schnell man fahren darf. Tempolimit, sag ich mal. Also hier seht ihr, 10 dürfen wir hier fahren. 50 kommt gleich. Ja, das ist auch sehr, sehr flüssig, sehr schnell. Seht ihr das hier? Da wollte ich euch hier auch nochmal zeigen. Verbrauch. Wir haben jetzt 7,1 Liter. Dann kann man ja mal schauen, ab tanken, ab Werk habt ihr 8,4. So wie ich es gesagt habe. 924 Kilometer hat er jetzt erst gelaufen. Und ab Fahrtbeginn, ja, 7,4 habe ich jetzt im Durchschnitt. Das seht ihr so. Und ansonsten, ja, hier mit dem, das ist auch sehr, sehr flüssig, sehr schnell alles. Gerade hat er sofort angezeigt, Tankstelle soll er suchen oder so. Was ich jetzt gerade noch gesehen habe, wollte ich euch nochmal zeigen, bei mir die Apps nehmen. Das ist sehr übersichtlich hier. Aber wenn ihr hier guckt, alle Apps, das ist so ein bisschen, ja, also es ist schon ein bisschen besser, das ist so, die sehen alle sehr ähnlich aus, seht ihr es hier? Das finde ich immer ein bisschen so, die Farbe und so, Innenraumbeleuchtung und das kennt ihr auch alles, was ihr einstellen könnt, welche Farbe und so alles, ja. Aber ansonsten geht alles sehr, sehr schnell. Fahrzeug-Apps, kann man auch nochmal sortieren. Zack, zack, zack. Ja. Und wenn ihr runter scrollt, habt ihr natürlich von oben, habt ihr so ein Shortcut-Menü. Eben halt nicht stören und hier unten war, wie gesagt, das Ding, das ist Navi, das ist Telefon, das ist Musik, wie gesagt. Ja. Hinter mir steht der Wagen nochmal, da seht ihr ihn. Ich habe jetzt hier einfach mal irgendwo geparkt, hier in der See. Und ich bin mal gespannt, was zu dem Wagen sagt. Also ich finde, wenn du was Sportliches suchst, so mehr für Landstraße und ja, willst ein bisschen knackiges Fahrwerk haben und wenig Verbrauch, wie gesagt, 6 Liter ist kein Thema. Ja, das ist ein sehr, sehr schöner Wagen. Natürlich vom Preis muss man gucken, 81.000 Euro. Wenn du jetzt viel, viel Strecke auf Autobahn fährst, würde ich lieber einen 5er nehmen. Und ja, vom Komfort her, von den Windgeräuschen. Aber wenn du sportlich drauf bist, dann willst du ein bisschen was reißen und ja, Landstraßen erobern. Dann der M340D X-Drive und sehr, sehr schöner Wagen. Ja, wenn es euch gefallen, lasst einen Daumen da oben, dann würde mich freuen. Und ich würde sagen, ich mache jetzt das nächste Video mit dem i4 E40. Deswegen haut rein, bis die Tage. Ciao, ciao.